Mein heutiger Gast kam vor wenigen Tagen aus Griechenland zurück. 4 Wochen war er dort. Er hat alle seine freien Tage dort verbracht. Aber nicht, um Urlaub zu machen. Christoph Riewe aus Heitersheim hat seine Freizeit geopfert, um dort gestrandete Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Und zwar auf Lesbos, der griechischen Insel, auf der in den letzten Wochen Zehntausende von Flüchtlingen Schutz suchten. Und hier Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo verzweifelte Flüchtlinge im Schlammchaos feststecken. Er war 4 Wochen hautnah dabei, Christoph Riewe, im Hauptberuf Intensivpfleger am Loreto-Krankenhaus Freiburg. Er versorgte Flüchtlinge mit Decken, Kleidung, Essen. Was er gesehen und erlebt hat, lässt ihn nicht mehr los. Er sagt, er habe fast ein schlechtes Gewissen, dass er nun wieder gesund zu Hause ist. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Abend. Tatsächlich ein schlechtes Gewissen, obwohl man so viel Gutes getan hat wie Sie? Es ist ein komisches Gefühl, wenn man heimfliegt, über den Flugplatz raus, genau über diesen Strand von 10 Kilometern hochstartet und sieht, da kommt das nächste Boot, eigentlich muss ich helfen. Mhm. Also es fiel mir relativ schwer, wirklich loszufliegen. Ich habe es meiner Frau versprochen, dass ich nach 4 Wochen wieder komme. Mhm. Aber das ist ein so intensives Erlebnis in den 4 Wochen. Jeden Tag auf diesem 10, 15 Kilometer Strand diese Boote entgegennehmen, die Flüchtlinge entgegennehmen. Mhm. Es sind sehr viele nonverbale Erlebnisse. Man kann ja teilweise gar nicht mit den Flüchtlingen sprechen, wenn sie nur Arabisch sprechen. Wir haben teilweise Dolmetscher gehabt, teilweise dann mit Englisch kam man sehr gut durch. Wie sah so ein Tag bei Ihnen aus dort in Lesbos? Also der Tagdienst fing im Prinzip morgens um 4 an, 3:30, 4:00. Wurde die Autos aufgerüstet. Wir haben so Vans gehabt mit Decken, mit Getränken, mit Essen, nachts mit Lampen und natürlich Wäsche, weil die Flüchtlinge in der Regel nass ankamen. Mhm. Mit denen sind wir nach Mytilini eben an den Strand gefahren und haben auf mehreren Positionen unseren Platz eingerichtet, den Tag über das Meer beobachtet. Wo sind jetzt gerade Boote? Wo kommen welche? Wo werden sie dann nach Strömung anlanden? 10 bis 15 Boote sind da täglich gekommen. Ja, ne? Ja. Und Sie haben ja auch so eine kleine Kinderweste mitgebracht. Welche Geschichte hat die? Die Geschichte hat eins, das habe ich einem 2-3-jährigen Kind ausgezogen. Mhm. Die Schwimmwesten sind völlig unbrauchbar. Die werden den Flüchtlingen in der Türkei verkauft. Und auf der Rückseite steht Not for use in boating. Mhm. Also, es ist grauenhaft, was den Flüchtlingen, auch den Erwachsenen, werden Schwimmwesten verkauft, die so gebaut sind, dass man eher ertrinkt, als dass man an der Wasseroberfläche bleibt. Ja. Sie haben die Flüchtlinge in Empfang genommen. Was sind da zum Beispiel so für Begegnungen, an die Sie sich jetzt noch besonders erinnern? Es sind zum einen gerade die Alten, die Gehbehinderten. Ich habe eine alte Frau aus dem Boot rausgetragen. Die stand dann am Strand, hat zu Allah gebetet und mir dann die Hand geküsst. Mhm. Oder auch die älteren Männer, die einem um den Hals fallen. Das ist immer sehr eindrücklich. Einmal habe ich ganz am Schluss eine Familie gehabt aus Syrien. Die Frau hat Luftnot gehabt, die war einfach so traumatisiert und im Stress. Das war sehr oft so, dass die mit Luftnot ankamen. Wir hatten relativ viel Personal, ich hatte Zeit. Ich habe mich einfach zu dieser Familie auf den Boden gesetzt und die haben mir dann angefangen, ihre Geschichte erzählen. Die Tochter konnte sehr gut Englisch, eben wie die Flucht erlebt haben, wie sie jetzt rübergekommen sind, was sie bezahlt haben für so eine Bootsüberfahrt pro Kopf. Es richtet sich ja immer nach Gefahrenlage. Je höher die Gefahr von der Witterung her ist, desto billiger wird das Boot, die Überfahrt. Also der unglaubliche Erlebnisse, selbst für Sie als Intensivpfleger, der Sie ja schon einen wirklich anstrengenden, besonderen Beruf haben gemacht. Sie waren nach 3 Wochen Lesbos, sind Sie dann auch weitergefahren mit der Gruppe? Sie waren dann nämlich noch in Idomeni und davon haben wir auch noch ein paar Bilder. Wenn Sie uns einfach mal Ihre ersten Eindrücke von damals schildern, als Sie jetzt in Idomeni waren. Wir haben einen Hilfskonvoi nach Idomeni gefahren, weil wir zu viel Hilfsgüter hatten, dort die große Not hatten. Mhm. Dieses Flüchtlingslager mag ca. 2 Kilometer im Quadrat ungefähr von der Fläche her sein. Auf Ackerland, steht völlig unter Wasser. Zu der Zeit, wo ich unten war, hat es dramatisch geregnet, sintflutartig. Die Zelte standen unter Wasser, auch innen drin. Die Flüchtlinge waren alle nass. Die hatten keine trockene Kleidung. Wir haben uns dann zurückgezogen, Pakete gepackt quasi pro Person, einmal Leibwäsche.
und das zu Tausenden. Wir haben dann für die Flüchtlinge Essenspakete gemacht, auch pro Mann einfach mit Vitamintabletten noch versehen und die dann direkt vor Ort verteilt. Mhm. Auch nachts geschaut, wo sind Zelte, wo sind Leute, die beispielsweise keine Schlafsäcke haben. Mhm. Dann wurden nachts Schlafsäcke verteilt. Wer war besonders da? Viele eher Familien, Kinder, Frauen? Insgesamt hat sich in den letzten Wochen so entwickelt, dass sehr viele Frauen mit Kindern, mhm, wo man dann so in der Geschichte gehört hat, der Mann ist schon in Deutschland oder in Schweden. Es waren pro Boot in der Regel ein Drittel Kinder. Mhm. Vom 14 Tage alten Kind bis dann auch eben oben aus die Kreisen. Herr Riewe, Sie haben, ich habe es vorhin schon angedeutet, ja sowieso einen sehr besonderen Beruf als Intensivpfleger. Aber jetzt diese Wochen dort unten, was haben die mit Ihnen gemacht? Was ist für Sie da so zurückgeblieben? Ich habe sehr dramatische Bilder erlebt. Wir haben mal ein Kind reanimieren müssen. Ein Zweijähriges, was im Boden wahrscheinlich unterkühlt war, weil Wasser drin stand und die Kinder am Boden saßen. Das hat es Gott sei Dank überlebt. Wir haben wunderschöne Erlebnisse gehabt mit Flüchtlingen, eben, die in Dankbarkeit einem um den Hals fallen. Die haben auch ihren Geburtstag da gefeiert. Ich habe auch meinen Geburtstag einen ganz besonderen gefeiert, ja, im Nachtdienst am Strand. Mhm. Wir konnten natürlich nicht mit Sekt anstoßen. Wir haben einfach Wasser getrunken. Meine Kollegen haben mich am nächsten Abend ganz herzlich empfangen mit einem großen Stein. Mhm. Happy Birthday. Mhm. Und Lied gesungen. Man muss sagen, die Situation hat sich jetzt geändert. Seit Sonntag gilt das EU-Abkommen. Das heißt, also die Flüchtlinge, die dort ankommen, die werden wieder zurück in die Türkei geschickt. Glauben Sie, dass das klappt, alles? An diese ganzen Abmachungen glaube ich gar nicht. Die Flüchtlinge werden jetzt kommen weiter. Ich habe gestern wieder Kontakt gehabt mit Lesbos. Die Flüchtlingsboote kommen weiter. Mhm. Aber die werden jetzt direkt in das Camp Moria. Das sieht aus wie ein Hochsicherheitstrakt, ist für Außenstehende gar nicht zugänglich. Eingesperrt. Sie dürfen das Camp nicht verlassen, so wie früher die Flüchtlinge auch raus konnten. Das wird eskalieren. Die Flüchtlinge haben das Ziel Europa erreicht. Mhm. Und sie werden nicht aufgeben. Die haben nichts mehr zum Verlieren. Mhm. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an Sie. Sie kennen das Land Griechenland ja auch als Urlauber sehr gut. Ist es im Moment sinnvoll, dorthin zu fahren als Urlauber? Also betroffen sind ja vorwiegend diese Inseln in der Ägäis. Man kann mit Sicherheit wunderschönen Urlaub machen. Und die Griechen würden sich auch freuen, wenn möglichst viele kommen. Die leiden darunter eben, dass im Augenblick der Ruf so schlecht ist mit den Flüchtlingen. Wenn sie vom Strand weg sind, kriegen sie von Flüchtlingen eigentlich im Hinterland nicht viel mit. Herr Riewe, ich sag erstmal Hut ab dafür, dass Sie das wirklich als Privatmann da unten gemacht haben. Und ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.